Morgen, Pinky. Frühstück wie immer. Und dann gib mir eine Cosmopolitan, eine Glamour, eine moderne Frau, eine perfekte Frau, eine Karrierefrau und eine Eleganz im Clinch. Frankie Stone hat alles. Einen Traumjob. Die ABC-Gruppe hat sich noch immer nicht entschieden. Girardi ist mit dem Slogan einverstanden, will aber das Wörtchen klein raushaben. Klingt ihm zu abwertend. Eine verständnisvolle Mutter. Du hättest dir den begehrtesten Junggesellen von Miami an Land ziehen können, wenn du schon. Eine gute Freundin. Weißt du, Frankie, was Besseres als Steve kannst du doch wirklich nicht erwarten. Sie hat nur ein Problem, den richtigen Mann zu finden. Miss Stone, unser Android Ulysses ist ein Wunder der Technik, ein wahres Meisterwerk. Ich promote keine Technik, Doktor. Ich promote Menschen. Aber sie ist auf dem besten Weg, den ersten Schritt in die richtige Richtung zu tun. Mein Gott, der sieht ja genauso aus wie Sie. Was haben Sie denn gedacht, wie er aussieht? Wie eine Blechbüchse? Making Mr. Right, ein Mann à la carte. Geschaffen für den Weltraum. Mit Kochen ist wohl bei dir nichts. Au! Aber sein Herz schlägt hier auf der Erde. Ich glaube, du bist die attraktivste Frau, die ich kenne. Ich bin die Einzige, die du kennst. Was war das? Ein Kuss. Ich liebe dich, Jeff. Das hast du von dieser Frau, ist ja grauenhaft. Und dann haben wir uns geliebt und es war noch nie so wundervoll wie mit ihm. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Da gibt es irgendeine winzige, minimale Fehlschaltung im Gehirn und wham, schon denken sie, sie sind verliebt. Du hast mit meinem Androiden geschlafen. Oh. Ulysses, du hast eine große Zukunft im Weltraum. Du wirst eingehen in die Geschichtsbücher, du wirst berühmt werden. Ich will aber gar nicht berühmt werden, ich will geliebt werden. Von Susan Seidelman, der Regisseurin des Films Susan verzweifelt gesucht. Diesmal kreierte sie Making Mr. Right, ein Mann à la carte.